Der deutsche Dichter Johann Wolfgang von Goethe. Goethe in seinen letzten Jahren. Hier mit Schiller und nochmal in Marmor. Goethe ist der meistporträtierte Mann der Zeit gewesen. Nicht? Goethe hat schon zu Lebzeiten an seinem eigenen Nachruhm gearbeitet. Es war quasi wie eine kleine Fabrik. So, und Goethe wollte von jedem gezeichnet werden und er ist ganz oft porträtiert worden. Die Ausstellung Goethe und Umkreis in der Galerie Hans zeigt, wie der Dichter von der Kunst geprägt wurde und was sein Blickwinkel war. Aus heutiger Sicht würde man sagen, viel Ahnung von Kunst hat er nicht gehabt. Aber Goethe stand unter dem Einfluss von Winckelmann. Winckelmann hat das Griechentum entdeckt quasi und Goethe hatte einen Kunstberater, den Maler Meyer. Besonders auf seiner Italienreise wurde er von Meyer an Stile und Maler herangeführt. Der größte Künstler war für Goethe der Italiener Raphael Sanzio, neben Da Vinci und Michelangelo einer der Meister seiner Zeit. Das ist eigentlich das Tolle als Sammler oder so als Händler, dass hinter jedem Stück eine bedeutende Geschichte steht. Und ich würde sagen, zum Beispiel unser Philipp Packard, wir haben ein Gemälde von Philipp Packard vom Vesuvausbruch, das habe ich 20 Jahre gesucht, das Bild, und das hat Goethe gehört und das ist eine lange Geschichte hinter, das wäre jetzt, glaube ich, zu lange, die zu erzählen. Oder wir haben einen Gesichtsabdruck von Goethe. Lange Geschichten stecken hier hinter vielen Stücken. Eine originale Locke von Goethe und weitere Gegenstände aus seinem Nachlass sind in der Galerie ausgestellt. Darunter auch von ihm selbst gezeichnete Bilder wie dieses. Werke aus der Goethezeit von diversen Künstlern sind zu sehen. Die nach ihm benannte Epoche ging von Ende des 18. bis Anfang des 19. Jahrhunderts. Goethe prägt bis heute quasi entscheidend unsere Kultur. Die Ausstellung ist noch bis zum 28. Februar 2020 geöffnet.